Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu unserem Grüne Woche Spezial. Florian Glauert zaubert hier in unserer Küche und das unter stetiger Beobachtung von Bernhard Moser, Festivalleiter von Eat Berlin. Bernhard, wie weit seid ihr? Ja, es ist, wir haben ja jetzt jeden Tag einen anderen Gastkoch hier und es ist wahnsinnig spannend, in welch unterschiedlichen Aromenwolken ich hier stehe. Und man merkt das genau, dass sozusagen die Köche immer einen völlig anderen Ansatz haben. Bei Sonja gestern zum Beispiel war es immer sehr dezent, immer kochen auf ganz niedriger Temperatur und sehr vorsichtig. Und dann gibt es eben Köche, die mit viel Röstaromen reingehen und wo es dann richtig kracht und zischt und riecht und duftet. Und heute haben wir auf jeden Fall so einen Aromenkoch da, wenn ich das so sagen darf. Kann man sagen. Also es dampft und kracht heute so richtig. Und was sehr spannend ist, er hat heute sozusagen vorher, nachher aufgebaut. Also aus dem wird dann irgendwann das, aus dem wird sozusagen das. Nee, umgekehrt, glaube ich, oder? Umgekehrt, ja. Stimmt, du hast völlig recht. Aus dem wird das, aus dem wird das. Und am spannendsten finde ich ja die Differenz hier, ja, bei dieser dunklen Schü. Stimmt, das sagten auch die Kollegen, als sie das gerade eben schon gesehen haben, wie aus diesem Grün kann doch nicht das Braune werden. Wie geht das denn? Und wir haben die Schü ist das, oder? Vermutlich, oder ein Fond? Ja. Genau, ist praktisch auf Basis eines, ich sag mal, einfach gesagt, einer Gemüsebrühe, die angesetzt wird mit diesen gerösteten Kohlblättern. Was wir praktisch nachher nach dem Kochen passieren und auf ein Minimum reduzieren. Und durch den Reduktionsprozess praktisch stellt sich die Farbe und der Geschmack ein. Gerösteten Kohl, das würde ich ganz gerne jetzt mal zeigen, weil Rösten und Rösten, das gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Welten. Das hier wurde auf diese Basis geröstet. Das heißt, du hast das richtig geschwärzt. Genau. Dadurch kriegt das eine sehr intensive Bitternote. Mhm. Das würde ich mich ehrlich gesagt so erstmal gar nicht trauen. Aber wenn ich dann das Resultat sehe, dann werde ich das nächstes Mal unbedingt so machen. Dadurch bekommst du schöne Bitternoten rein, genau. Und dann setzt du aber so einen schönen süßen Kontrapunkt. Womit hast du das dann gemacht? Na, die Süße entwickelt sich sozusagen aus dem Zucker im Gemüse, ne? Also der praktisch auskocht in den Fond und wieder durch starke Reduzieren praktisch sich ja potenziert in letzter Konsequenz. Also da musste nicht zugegeben werden, das ist allein aus dem Gemüse. Genau, wird nur abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer, sehr guter Pfeffer dabei, aber im Prinzip ist das schon das Maß aller Dinge, sagen wir mal. Unglaublich. Kannst du vielleicht jetzt mal durchgehen, 1, 2, 3 und sagen, wie was entstanden ist? Genau, wir haben hier vorne die Kokobohnen am Vortag schon eingeweicht. Muss man natürlich vorbereiten, was wir in der Zeit natürlich nicht geschafft haben. Werden dann gekocht mit ein bisschen Rosmarin und Gemüsebrühe. Dann sieht das Ganze so aus. Das sind schon unsere fertigen Bohnen nachher fürs Gericht. Dann haben wir hier vorne den Ansatz mit den Maronen, der mit Zwiebeln und Knoblauch angesetzt wird. Angebraten wird, leichte Farbe geben lassen, dann wird es abgelöscht mit Sahne, wird weiß gekocht und in der Küchenmaschine fein püriert. Und dann kommt unterm Strich dieses Produkt dabei raus, ja, was die Basis sozusagen auch des Gerichtes nachher ist. Und hier vorne bei der Gemüsebrühe haben wir, wie gesagt, das Gemüse angesetzt mit dem gerösteten Kohl, mit Lorbeer und Petersilie versetzt, leicht abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer, abgelöscht wieder mit, wir haben in der Gemüsebrühe schon mal angefangen, um halt noch mehr Aroma in die Soße zu kriegen, wird verkocht, abpassiert und dann wirklich auf ein Minimum reduziert. Und dann kommt dabei dieses dunkle kleine Gemüsesüßchen raus, was bei uns auch in Teilen vielleicht das Fleisch ersetzen darf. Und die dunkle Färbung kommt wirklich durch das Rösten des Kohls? Genau, ausschließlich durch die Röststoffe, die wir in dem Ansatz des Mürbfass haben und die Reduktion sozusagen, ne? Das Verstärken der Farbe, der Geschmäcker und so weiter. Ich habe mich immer für halbwegs abgebrüht gehalten, wenn es um diese Küchentechniken geht, aber das finde ich wirklich hochgradig faszinierend. Das kannte ich nicht und da bin ich sofort heute Abend schon zu Hause gebucht, dass ich das nachprobiere. Du bist ja gleich zweimal in unserem Heft vertreten im Eat Berlin Magazin. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast einmal hier der King im Ring mit einem grandiosen Koch, mit dem Johannes King, den wir für dich sozusagen einfliegen lassen. Was habt ihr da vor? Ja, also wir sind erstmal natürlich sehr großer Freude, dass da Johannes King da für unser Event da begeistern konnten. Und wir werden ein 5-Gänge-Menü zubereiten, was aus dem gleichen Warenkorb besteht. Also jeder Koch hat die gleichen Zutaten. Die Interpretation für jedes einzelne Gericht bleibt aber bei jedem praktisch selbst. Ja, das ist ja spannend. Und dann kann der Gast auch sehen, was man aus gleichen Zutaten, aber vielleicht mit einem anderen Ansatz, dass man ganz verschiedene Gerichte und Speisen kreieren kann, die dann auch gleichzeitig serviert werden nebeneinander. Also die Vergleichbarkeit ist sozusagen sofort da. Ja? Wo gibt es dafür Karten? Die Karten gibt es auf der Internetseite von der Eat Berlin über ein Buchungssystem. Ist allerdings schon vergriffen, die Veranstaltung. Also wer nächstes Jahr dabei sein möchte, bisschen früher,
aufstehen und dann wird es auch was mit Karten. Restlos ausverkauft, genau. Das ist natürlich freut. Aber ein paar Karten gibt es auch für den Ball der Gastronomie. Richtig. Da kochst du ja auch Eingang. Genau, da kochen wir die Vorspeise dieses Jahr. Und ja, sind viele, viele nette Fachkollegen dabei, die da den Abend sozusagen bespielen. Und ja, hoffen wir noch mal zu was Besonderem machen. Ne? Ist es eigentlich auch was Besonderes, da mal so für diese Branche auch zu kochen so? Ja, ich sag mal, Kochen ist grundsätzlich immer aufregend, ne? Egal für wen, aber ich sag mal, wenn Fachkollegen oder wenn ja, aus dem näheren Dunstkreis sozusagen auch Leute mit dabei sind, ist natürlich auch umso spannender. Aber ich hoffe mal, dass wir einen netten Abend verleben und hinterher dann auch noch mal ein bisschen Zahnspein schwingen. Ne? Klingt jetzt ein bisschen bescheiden, aber wir haben da Markus Semmler, Michael Kempf, dekoriert mit 2 Sternen beim Guide Michelin, Alexander Koppe, Florian Glauert, Sternekoch Sebastian Frank und Sascha Ludwig, den wir ja auch schon da hatten. Ja. Wirklich absolut hochkarätig, ja. Der Ball der Gastronomie an einem Sonntag, weil da die Branche einfach viel, viel besser Zeit hat. Du unterschlägst uns gerade einen Arbeitsprozess hier, du brätst hier irgendwas an. Was genau, das ist die letzte Zutat für unser Gericht, das sind die Herbsttrompeten, klassischer vorwinterlicher, spätherbstlicher Pilz, sehr nussiges Aroma hat. Und der wird nachher, kommt oben auf das Gericht drauf, zusammen mit der Soße und gibt nochmal so eine erdige Note in das Gericht. Und der wird jetzt einfach nur mal in Olivenöl, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer scharf angebraten. Müssen vorher sehr kräftig gewaschen werden, also wirklich mehrfach waschen, immer wieder ein bisschen probieren zwischendurch, weil der Sand sozusagen sich überall in dem Pilz verfängt und da der Pilz halt schwarz ist, sieht man den halt nicht. Ist beim Champignon einfacher. Mhm. Ne? Das dann so zwischen den Zähnen knirschen zu lassen, ist ja nicht so schön. Ne? Genau, ja, ich sag mal, solange das Brandenburger Sand ist, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber... Das heißt also, wir können jetzt anrichten, habe ich das richtig verstanden? Genau, wir können jetzt im Prinzip langsam anrichten. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was über meinen Lieblingsort in eurem Hotel erzählen. Das ist ja der Weintresor. Genau, wir haben also aufgrund der großen Weinauswahl, die wir vorhalten für unsere Gäste, auch einen Raum sozusagen initiiert. Das ist der sogenannte Weintresor. Das Hotel ist ja in der ehemaligen Oberfinanzdirektion und das ist sozusagen der alte Tresorraum noch, den es von früher da gab. Die Idee war jetzt, die Tresore für viel Geld abbauen oder einfach stehen lassen. Und dann haben wir gesagt, dann packen wir unsere Weine unten rein. Und das ist ein kleiner Raum für bis zu 8 Personen, die da drin sitzen können. Wird oft genutzt für Heiratsanträge und Candlelight-Dinner oder für kleine Besprechungen, wo Leute ungestört sein wollen. Also gut, kann ich dir beim Anrichten irgendwie behilflich sein? Brauchst du was? Kann ich was tun für dich? Ja, im Prinzip können wir einmal die Maronencreme verteilen, sagen wir mal so 2 Löffelchen, mittig im Teller. Einfach in die Mitte rein, ja? Genau. Ja, kommen hier oben ein paar Kokobohnen drauf, die so die Bissigkeit so ein bisschen in das Gericht bringen, ne? Und wir nicht nur Püree haben. Dann die Pilze. Kommen ein paar Pilze oben dazu. So, dann geben wir ein bisschen Rosmarin auch in erster Linie als Geschmacksgeber dazu. Das haben wir schon öfter mal in dem Rezept verwendet. Stecken wir uns so einzelne Rosmarin-Nädelchen dazu. So. Und dann hätten wir hier unsere Jus von gerösteten Kohlblättern um das Gericht. Und dann haben wir als letzte Zutat sozusagen die Belperknolle. Die würden wir jetzt über diesen feinen Hobel reiben. Und das kommt das Ganze hier vorne so auf das Gericht. Sieht ja wieder toll aus. So, und dann ist das Gericht sozusagen fertig. Ich kann dir das nicht vorenthalten. Schöne Cremigkeit, schöner Biss. Und diese dunklen Röstaromen finde ich grandios in Kombination mit diesem pfeffrigen Pilz, mit diesem pfeffrigen Käse. Probier sehr mal den lecker. Käse, das ist wirklich ganz großartig. Das Schöne, wie gesagt, an dem Käse ist, dass der schon kräftig ist durch den Pfeffer, aber sehr leicht durch den Geschmack. Ja, also es ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Sehr die so ein Gericht so komplettiert in letzter Konsequenz. Also, dann, liebe Zuschauer, wir werden hier wirklich verwöhnt auf der Grünen Woche bei unserem Spezial mit den Spitzenköchen, jeden Tag an unserer Seite. Es ist leider wieder vorbei,
Unsere Zeit ist um. Ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und wir freuen uns natürlich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind.